Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Transport Fever. Wir sind immer noch in der ersten Mission der Amerika-Kampagne. Wie ihr aber seht, ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben mittlerweile 1880, wir haben wieder eine knappe Million auf dem Konto. Ich habe ja angekündigt, einfach viel zu skippen. Und ich glaube, wir hatten noch eine Nebenmission laufen mit den Werkzeugen. Bin mir gerade nicht sicher. Wenn dem so war, hat sie aber auch nicht wirklich was eingebracht. Von daher, mal kurz gucken. Was ist das mit dem Nugget? Nein. Werkzeuge produzieren. Jedenfalls sollen wir jetzt Evanston und Ogden verbinden. Ihr seht auch, ich habe den Güterzug ein bisschen vergrößert. Der hat jetzt jeweils 5 Waggons für Schüttgut und 5 Waggons für die Werkzeuge. Und ich werde noch einmal eine Mitfahrt versuchen. Schauen wir mal, ob es dieses Mal ein bisschen weniger ruckelt. Sieht für mich auf jeden Fall angenehmer aus als im letzten Part. Erstmal wie gesagt nur 30 FPS und nicht 42. Meine CPU dankt es mir. Also nicht, ob ich jetzt komplett die Strecke mitfahre, weil mit 40 oder mit 30 km/h. Ja, 40 schafft er wohl. Oder sogar 45 bin ich selber trotzdem relativ langsam. Dennoch möchte ich ein Stück weit mitfahren, um auch ein paar andere Änderungen anzusprechen. Es hat sich auf der Strecke noch ein bisschen was getan. Die Strecke an sich ist natürlich nicht weiter gebaut worden, aber habe an einigen Stellen ein paar Veränderungen vorgenommen. Ein paar Optimierungen, würde ich sagen. Mittlerweile bei 42. Bisschen ruckelt, aber das ist okay. Dann sind wir auf der Hauptstrecke. Ich schwöre, es ruckelt nicht, wenn ich ohne Aufnahme spiele. Hier durch den kleinen Wald durch und hier zeigt sich, was ich meine. Ich habe schon ein paar Ausweichen eingebaut. Gerade hier in diesem Mittelsektor finde ich das sehr wichtig, wenn wir dann unter Umständen irgendeinen zweiten Güterzug draufsetzen oder natürlich auch die Personenzüge dann irgendwann auf die Gleise kommen. Dann sollten wir hier auf jeden Fall schon die Möglichkeit haben, auch mehrere Züge auf einmal fahren zu lassen. Deswegen die Auswahl. Wir haben die über die ganze Strecke verteilt, also nicht nur hier. Und ich hoffe, dass mich das nicht großartig stört. Und wenn wir das in Zukunft weiter so handhaben können, dann werde ich mit Sicherheit auch mehr oder weniger die komplette Kampagne spielen. Mit der Europa-Kampagne bin ich ja mittlerweile fast durch, da fehlt mir noch die letzte Mission. Und ich sage, das ist teilweise echt anstrengend, da sitze ich durchaus ein paar Stunden in so einer kleinen Mission, weil einfach viel gewartet werden muss, viel optimiert werden muss, teilweise muss man denn was ändern, wo man dann stundenlang vorher gehofft hat. Es regelt sich von selbst und einfach nur genug Verkehr fließt und oh Gott, ist das echt. Das war nicht ohne, aber wird schon. In die Weiche rein, wo geht es denn doch wieder ein bisschen mehr. Vermutlich im Wald liegen, bin mir nicht sicher. Ich bin auch der Meinung, ich habe die Schatten eigentlich aus. Können wir mal ganz kurz schauen. Ah, Schattenmittel, okay. Ja, nicht so niedrig. Schauen wir mal, ob das was bringt. Nein, nicht wirklich. Da können wir sie auch wieder Mittel setzen. Da haben wir gleich noch einmal die komplette Strecke abgefahren. Und somit schon mal die ersten 5 Minuten quasi rumbekommen. Auch schön. Ich werde mal schauen, ob ich noch ein bisschen was machen kann, dass ich hier noch ein bisschen mehr Performance bekomme in der Aufnahme. Und wir sind halt, muss halt alles berechnet werden. Ich kann es
verstehen, dass es ruckelt. Ich habe halt Mund-Effekt, ne? Also, aber alles gut. So, mittlerweile haben wir dann auch 1,3 Millionen, würde sagen. Wir nehmen den nächsten Streckenabschnitt in Angriff. Von Evanston nach Ogden. Da ich davon ausgehe, dass hier hinten unser Ziel sein wird, möchte ich Ogden gerne so verbinden, dass wir auch direkt darüber ziehen können. Ogden hat hier sogar Getreidelager, das wir da wahrscheinlich nachher auch versorgen müssen. Und wenn ich nicht ganz hier hinten rumkarren will, würde ich tatsächlich einmal hier mittendurch wollen. Auch wenn es jetzt möglicherweise wieder ein bisschen länger dauert, als das, was üblicherweise mit den Geldmitteln angedacht war von mir. Würde hier gerne. So, wir haben es direkt angeschlossen. Das finde ich gut. Die Straße möchte ich anschließen, ohne weitere Häuser abzureißen. Na gut. Und hier möchten wir natürlich auch raus. Drei Gebäude werden entfernt. Wo wird denn das hier mit entfernt? Na gut. Wollen sie nachbauen. Gucken. Da können wir schon relativ eng. Schnell sind unsere Züge hier ohnehin nicht im Wilden Westen. Oh, mit 60 km/h da rum. Ja, hier im Bahnhofsbereich können wir dann auch mit 50 die Kurve fahren. Hier wollen wir die Straße nicht blockieren oder rüberfahren. Da hinten im Bahnhof. Aber fast direkt geradeaus durch. Auch hier dient der Bahnhof erstmal als Ausweiche. Je mehr wir geradeaus ohne größere Aufschüttung fahren können, desto besser ist das. Der Stein kostet nichts, wenn wir den wegreißen. Muss man ja alles wissen. Oh, 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 oh. Oder ein Tunnel. Puh, 578.000. Dann sind wir wieder pleite erstmal. So Züge sind aber nicht die schnellsten. Das ist nicht die kräftigsten vor allem, sodass sie oben rüber vermutlich auch noch eine Menge Zeit verlieren würden. Kommen wir überhaupt oben rüber? Frage. Ist es überhaupt so steil? Warte mal. Niedrigster Punkt wird dann wahrscheinlich hier vorne sein. 109. Hier ist der höchste Punkt. Ah ja, es ist schon 23 Meter. 24 Meter. Hm. Ah, schwierig. Schwierig. Straßenfahrzeug 6 hat die Lebensdauer, aber was? Moment, müssen wir mal nachschauen. Fahrzeugliste. 15 Jahre? Haltet ihr nur 15? Ich bin mir gar nicht sicher, aber werden wir euch mal austauschen. Die Pferdefuhrwerke sind schon in Ordnung dafür. Machen jetzt Gewinn, warum sollten sie danach keinen mehr machen? Oben rüber oder mitten durch? Ich würde sagen, ich ziehe erstmal von hier ein bisschen ran. Das
Deshalb kann ich mir ja gut überlegen, ob ich oben rüber will. Oder unten durch. Würde dann von hier aus die direkte Verbindung kosten. Kollision bei Terrainangleichung. Ah, okay. Warum? Aber rund 600.000. Aber wir ziehen da jetzt durch. Hier. Okay. 581.000. Oh, Züge werden dann wahrscheinlich noch mal wieder ein bisschen warten müssen. Bald ist es geschafft. Doch uns rennt die Zeit davon. Wir müssen uns sputen, wenn wir uns nicht zum Gespött machen wollen. Rasch noch über den Fluss und auf den Promontory Summit hinauf, damit bis zum Eröffnungsfest alles fertig ist. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es sogar noch vor der Konkurrenz. Die Konkurrenz ist seit sieben Jahren fertig, wenn ich mir die Medaille hier angucke. Von daher ist mir das gerade relativ egal. Ich möchte hier nochmal gucken wegen der Ausweiche. Hier eine vom Tunnel. Jetzt haben wir halt wieder den Punkt, wo wir eigentlich erstmal Geld verdienen müssen. Eine nochmal hinterm Tunnel. Lassen einfach schon mal den Ball schnell vorlaufen. Unseren Güterzug zumindest die Gelegenheit zu geben, ein bisschen Geld zu machen. Ohne dass wir hier groß warten müssen. Ja. So. Jetzt geht es gerade für mich ein bisschen darum, Zeit totzuschlagen, ohne euch mich selbst zu langweilen, weil ich momentan einfach noch nicht die große Möglichkeit habe zu schneiden, weil ich mein Schnittprogramm halt noch nicht wieder installiert habe, nachdem ich meinen Rechner neu gemacht habe. Jetzt kommen wir rüber. Ein bisschen Geld haben wir jetzt gerade bekommen. Würde halt gerne den Ort mit Lebensmitteln versorgen. Halt nebenbei auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und die Leute haben auch einen Grund, hier runterzufahren. So. Vollgeladen, machen wir das hier auch. Gerade mal nach Schäden. Da liegt auf jeden Fall eine Menge rum. Das Schäden ist vernünftig versorgt. Ja, zumindest das Lager ist gut versorgt. Werden vier reichen. Noch wieder ein paar Tage rum, wieder ein bisschen Geld bekommen. Werden am Ende wahrscheinlich sowieso nicht einen Zug auf die Linie weitersetzen müssen. Eins, zwei, drei, vier. Linie zuweisen. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Linie zuweisen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Warum nicht? Die Brücke. Doch alles verbunden.
verstehe ich jetzt nicht. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Stelle kann nicht gefunden werden. Hier nicht raus? Habe ich dich nicht richtig da rangebaut oder was? Unglaublich. Bauen wir es auf diese Straßenseite. Am besten da irgendwo, genau. Sieht nett aus, ein bisschen angeschrägt. Aber kein Geld dafür. Kommt gleich. So, probieren wir es nochmal. 1, 2, 3, 4. Zuweisen. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ah, ich bin so blöd. Ihr werdet in den Kommentaren wahrscheinlich schon schreien. Leute doch vielleicht ein Pferdefuhrwerk kaufen. Getreide. Odsten. War natürlich alles Show-Einlage. Das wusste ich natürlich, dass es alles nicht passt. Und so. Nein. Ja. Fahrt ein Stückchen weit länger, wenn ich das sehe. Dann werde ich jetzt einfach nochmal ein, zwei mehr kaufen. So, eigentlich wollte ich die Zeit ja nutzen, dass ein bisschen Geld in die Kassen kommt. Jetzt habe ich gerade gesehen, mein Erz- und Werkzeugzug macht Verlust. Hier kann es nicht liegen. Ja, hier wird es auch nicht liegen. Wird fleißig produziert, alles gut. Dann wird das wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme gewesen sein. Minus 8000. Schauen wir mal die Finanzen. Ah! Ja, letztes Jahr, das ist schon besorgniserregend. Hat aber auch deutlich weniger eingenommen als die beiden Jahre davor. Ich weiß gar nicht warum, würde irgendwo leer gefahren sein, aus irgendeinem Grund. Nehmen wir an, das war ein einmaliger Ausrutscher, wie hier im Jahre 1975 wohl schon einmal. Ah, jetzt ist er wieder ein Plus. Geht voll mit Werkzeuge. Naja, fast voll. Ist okay. Wir haben 100.000. Wir werden jetzt langsam aber sicher mal den Weg nach da unten planen. Ich würde sagen, wir halten uns dann an den Fluss. Oh, hier hinten über den Fluss und dann auf der Seite rüber schlängeln, das ging ja auch. Das ging sogar besser. Gut, dann gucken wir mal. Soll ich hier mal übersetzen? Oh, 100.000, das ist noch in Ordnung. Schauen wir uns mal die Brücken an, die wir haben. Die ist auf 120 ausgelegt. Die ist auf 90 ausgelegt. Finde ich schön, dass die Tempolimits haben jetzt. Die alte Holzbrücke. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die auf 90 ausgelegte Steinbrücke. Das hier unten. Dieses Kästchen, das zeige ich mir an. Dass da wohl ein Schiff durchkommen möglich ist. Ehrlich bin, hätte ich hier dann gerne einfach daneben noch einen Pfeiler. So sieht das ganz schön weit auseinander aus, aber gut. Wir werden schon wissen, was sie da bauen. Oh, jetzt
Und wenn wir die Brücke auf 90 auslegen, können wir die Kurve auch auf 90 auslegen. Dann folgen wir erstmal der Straße hier. Und dann halt am Fluss entlang bis nach Ottstein rüber. Ja, der Schenker ist ein bisschen groß. Gebe ich zu. Wäre so nicht nötig gewesen. Aber wie gesagt, die Brücke ist auf 90 ausgelegt. Wäre schwachsinnig, die zu bauen, wenn man die Kurve danach nicht auch auf 90 auslegt. Weil sowieso schwachsinnig war, weil hier der Bahnhof direkt kommt. Aber egal. Egal. So, wir müssen weiter ein bisschen auf Geld warten. Okay, hat sich erledigt. Das Geld kommt just in dem Moment, in dem man von ihm spricht. Dass man im echten Leben auch so wäre. Immer schön hier durch. Und dann hier schön nur ein Stückchen am Fluss mit entlang. Auch noch ein bisschen was zu sehen hat, wenn man hier lang fährt. Ja, ich muss mal kurz gucken. Bis wir jetzt schon hier. Noch mal kurz durch den Wald. Noch mal kurz gucken, ob meine Mute-Taste funktioniert. Anscheinend nämlich nicht. Ich weiß nicht warum. Aber es ist gut zu wissen. Ich würde euch jetzt kurz ein Standbild präsentieren und das kurz einrichten, aber wird auch so gehen, denke ich. Andererseits warten wir eh gerade auf Geld. Ja, ich habe den Mund voll, es tut mir leid. Es wird euch gar nicht auffallen, wenn ich das mache. Ich weiß nicht mehr, warum es weg war. Weil eigentlich habe ich da nichts umgestellt. Oh, guck mal, da haben wir Geld. Jetzt funktioniert es auch. Und sie machen ziemlich schön gerade durch den Wald. Hier dann rumziehen. Ein bisschen spät, aber es ist okay. Haben es fast geschafft. Nun endlich können wir feierlich mit dem ersten Passagierzug über die Transkontinentalstrecke fliegen. Mhm. Bestimmt werden wir an jeder Station von einer jubelnden Menge empfangen. Ja, gut. Wir sollen jetzt also einen Zug auf die Strecke schicken. Und da ein Zug für diese lange Strecke definitiv zu wenig ist, will ich da definitiv mehr raufschicken. Oh, und die Mogul. Möchte ich da definitiv mehr raufschicken. Ob das klappt? Das ist eine Frage der Finanzen. Dann mal schauen. Ich will sie langsam bauen. was war das denn? Das Signal steht in die falsche Richtung. Ein bisschen jedenfalls. Da wollte ich das haben. Da, gucken wir mal. Da eine Ausweiche, da eine Ausweiche. Naja, bin nicht ganz zufrieden mit den Ausweichen, aber es ist okay. In der Zwischenzeit richten wir einfach mal die Strecke ein. Personenzug in allen Städten und ein Promontory Summit halten lassen. Ja. Wir fangen einfach an hier oben. In Cheyenne oder ist hier oben einer rein? Cheyenne. Nach Laramie. Dort geht's nach Rollins. Da teilen wir uns dann die Strecke mit dem Güterzug. Durch Evanston durch. Und zu guter Letzt Promontory Summit. Und das Ganze natürlich auch zurück. Ah,
Ah, hat das? Ja, hat's. Das ist natürlich eine ganz schön lange Strecke, das gebe ich zu. Aber das ist so gewollt vom Entwickler oder vom Quest- oder Kampagnenersteller. Tom hat, glaube ich, in irgendeinem seiner Videos gesagt, dass er da mit oder sogar hauptverantwortlich für die Kampagne mit war. Von daher, Chapeau. So, was haben wir hier? Mogul schafft sogar 75 km/h. Wir können Kredit aufnehmen, so ist das nicht. Und das werden wir auch. Und ich möchte dort schon mit ein bisschen Tempo durchkommen. Wir können unsere Geldgeber nicht mehr lange bei Laune halten. Wenn das doch sei nur nun Zug wirklich machen, das letzte das Mal, dass egal. Sie uns Kredit gewähren, sagen. Jetzt drehen Sie uns den Geldhahn zu. Aus reiner Menschenliebe sind die Investoren bereit, uns ein allerletztes Mal unter die Arme zu greifen. Aber nicht losschicken. Aber dann ist Schluss. Ja, das ist jetzt so ein bisschen das typische Bild von mir, wenn ich warte. Ich auf Geld warte oder auf Missionsende oder Missionsziel warte. Dann stehe ich halt oftmals so rum. Ich hoffe, dass was passiert. Was schnell viel Geld bringt. Ich hoffe ja gerade so ein bisschen auf meinen Güterzug. 498, eine halbe Million für den Waggon. Wollte ich ihn echt mit zwei Waggons losschicken, einfach um das Missionsziel dann zu erreichen. Aber diese zwei Waggons würde ich auf jeden Fall haben. Wir halten mal unseren Kollegen hier oben im Auge. Wenn wir zu ihm springen. Wenn ich Platz machen, dass man auch was von ihm sieht. Das ist mal die Mitfahrt, in Anführungsstrichen, in klassischer Perspektive, wie man es von Train Fever gewohnt ist. Einfach außen irgendwie angedockt. Schöne Kamera mit rotieren. Ich packe einfach ein bisschen weg. Das Wäldchen hier durch. Den Bahnhof. Okay. So, ich denke, das reicht, genau. Da ist unser zweiten Waggon. Schicken dich auf die Reise. Machen wir uns dran. Verzichte auf die Mitfahrt. Beziehungsweise wechsel auf die klassische Mitfahrt. Schade, dass er jetzt so kurz geworden ist, der Zug. Aber das ist trotzdem ein netter Anblick. Ende Gelände. Es hilft kein Bitten und kein Betteln. Unsere Finanziers weigern sich auch nur noch einen weiteren Cent in unser Projekt zu stecken. Alles gut. Verdammt. Verdammt. Nein, nein, alles gut. Ich brauche keinen weiteren Kredit. Ich möchte gerne unseren Zug noch bis ins Ziel beobachten. Ich hoffe einfach, danach kommt keine Mission mehr. Was sollte die letzte sein? Schön die Rauchwolke hier. Dampfwolke, wie auch immer. Nein, eigentlich eine Rauchwolke. Definitiv eine Rauchwolke.
Der Lokführer. Schon wieder seitlich versucht, irgendwie vorbeizugucken. Genau, seitlich durchs Fenster. Ob er da wirklich was erkennt, ist eine andere Frage, aber wird reichen, nehme ich an. Ich hätte ein paar Leute am Bahnhof auf uns warten. Wir spielen nicht mal. Aber Stück mitfahren. Neben der Straße entlang. Ja, 75 ist natürlich auch schon mal ein stattliches Tempo. Oh, die Brücke ist glaube ich nur auf 60 ausgelegt, jawohl. Oder habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich eine Zugabe der 75 fahren kann. Macht aber auch nicht, wir sind am nächsten Bahnhof. Nicht mehr großartig beschleunigen jetzt. Aber nicht so aus, als würden die Leute auf uns warten. Was sehr ärgerlich ist. So, kurz Blick auf die Waggons werfen. Oh, fahren schon wieder ab. HD. Auf dem Bahnhof. Achso, ich kann da mal auch noch durchgucken. Das finde ich schön. Auf eine Tür hier. Hm, man kann hier sogar als Fußgänger durch den Ort wandern. Das ist schön. Das gefällt mir. Moin. Ah, wir wollten jetzt aber nicht auf die Stadt marschieren, sondern unseren Zügelein weiter folgen. Schwarz ist ja auch ganz schick. Rot. Schwarz-rot, Lok. Ja, das gefällt mir. Und man hat halt wirklich auch die Möglichkeit, um die Konstellation Farben zu geben. Grün zum Beispiel, finde ich an der Lok eigentlich ganz cool. Ne, da kommt aber nicht mehr. Dunkelgrün vielleicht? Das würde sogar passen einigermaßen. Das wäre ein schönes Gelb. Das gefällt mir besser. Also ich hätte ja echt einiges an Möglichkeiten. Das ist mal bei Rot. Wenn wir auch bei 33 Minuten sind, würde ich sagen, wir erhöhen mal das Tempo ein bisschen. Jetzt muss ich auf den Güterzug warten. War kein Problem. Mit großen Schritten zu aufs Missionsende. Vorne der nächste Bahnhof. Da wartet sogar jemand. Also, wenn wir jemanden in die andere Richtung wollen, müssen wir sie leider enttäuschen. Ja, da liegen auch einer. Das geht davon aus, wir werden weiterhin leer fahren. Jawohl. Abfahrt. Wir haben noch ein Stückchen Strecke vor uns. Haben gerade mal die Hälfte der Bahnhöfe durch. Aber das hier ist jetzt glaube ich ohnehin das längste Teilstück der Strecke.
nächsten Bad wartet auch wieder jemand. Vielleicht will der ja in unsere Richtung. Warum bin ich jetzt endlich beim Rot geblieben? Ich würde doch eigentlich das Schwarze, als mir glaube ich besser gefiel. Und da ging es her. Eine Signale genutzt. Nur in eine Richtung, aber wir haben endlich drei Leute an Bord. Ich kann mal einen sitzen sehen. Hier hinten sitzen auch welche. Ah, konnte ich. Moment. Das möchte ich jetzt noch kurz wissen, wenn ich jetzt den anklicke. Jetzt in die. Ego hier. Die Locken nutzen. Schade. Okay. Ah, oh, so ein Zug hier nochmal durchfahren. Auf jeden Fall schöne Bilder. Und weiter. Also es finde ich auch schön, dass man die Leute in den Waggons sitzen sieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Train Fever auch schon der Fall war. Ich habe ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Hab's hier aber durch Zufall gesehen, weil ich, glaube ich, als ich den Waggon anklicken wollte, tatsächlich einen der Insassen angeklickt habe und daraufhin erst geguckt habe. Ich würde ja eigentlich mal bei Train Fever nachgucken. Rein in den Bahnhof. Alle von Bonn warten. Da fehlt noch Oddstin. Moment, das war Oddstin. Dann geht es nur darum, den komischen Bahnhof in der Einöde zu erreichen. Und dann haben wir es geschafft. Und dann überlegt, wie lange ich effektiv an der Strecke saß, beziehungsweise am Bauen war, und wie lange ich nur gewartet habe. Das ist leider ein bisschen schade. Hätte ich mir irgendwas gewünscht, womit man nebenbei Geld machen kann, irgendwie eine Nebenmission, die ein bisschen vergütet wird, wenn man einfach auch was zu tun hat in der Zeit. Das würde dem Ganzen noch so das gewisse Etwas geben. Aber ansonsten schon nichts auszusetzen. Endlich ist es soweit. Die transkontinentale Eisenbahn ist vollendet. Dieses Meisterwerk wird in die Annalen der Eisenbahngeschichte eingehen. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben eine Medaille geholt. Lege so früh wie möglich ein Werkzeugvorrat an. Ja. Ich setze noch mal ganz kurz fort. Möchte gerne noch einmal ein paar Oddstin sehen. Ansonsten möchte ich mich gerne bei euch bedanken. Sagt mir doch mal, was ihr bis von dem Spiel bislang haltet. Ich werde auf jeden Fall noch eine Mission dranhängen. Die jetzt sofort aufnehme, weiß ich nicht. Andererseits habe ich diese hier auch an zwei Tagen aufgenommen. Von daher schauen wir mal. Warte jetzt noch kurz auf den Zug. Werde dann auf jeden Fall nochmal ins Hauptmenü, werde nochmal gucken, was grafikeinstellungstechnisch möglich ist. Werde vielleicht auch bei mir im OBS noch ein bisschen was einstellen, ein paar Rädchen drehen. Und dann, ja. Oh, da kommt der Zug, nicht so schnell. Hier möchte ich sehen. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ist doch egal. Schöner Zug. Wunderschöner Zug. Gut.
wie gesagt, ich werde gucken, dass ich noch meine Aufnahme ein bisschen weiter optimiert bekomme, um ein paar Lags loszuwerden, die von meinem Rechner durchaus verursacht werden. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Mission wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao. Euer Dangemann.